Einen speziellen Gruß möchte ich richten an Herrn Urs Hess, Landratspräsident und zukünftigen Regierungsrat, sowie an Herrn Beat Stingelin, Gemeindepräsident und mein Freund auf Facebook. Lieber Beat, wo immer du bist, in Natura bist du noch viel schöner als im Internet. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, 53% von der Schweizer Bevölkerung ist übergewichtig. Frauen sind tendenziell dicker als Männer und am dicksten sind Zürcher. Aus diesem Grund haben wir einen Preis geschaffen, wo wir einmal im Jahr eine besonders innovative Gemeinde vergeben. Es freut mich außerordentlich, dass die diesjährige Auszeichnung an Gemeinde Termil geht für die mutige und innovative Schaffung von einem Bewegungspark für Erwachsene. Eine rundum schwungvolle Sache. Du bist noch in Prattel und nicht in Termil. Was, wo bin ich? Wo bin ich? In Prattel. Ja Gott, verdeck doch nochmal. Sollt ihr auf Termil? Ich sollte doch... Lass mal, Dicke. Ja, das gibt's nicht. Wenn du schon da bist, machst du die Nützli, gehst in die Küche, hilfst ein bisschen Speck schneiden und sagst dem OK, sie sollen anfangen mit dem Larifari. Gott, verdeck, ich sollte doch auf Termil gehen. Das Schwanger. Da, schau mal, meine Kinder. Tatsächlich ein Buschi. Hey, wieso zwei? Hast du mir den Nachbarn noch eins mitgenommen? Sicher nicht, das sind beide meine. Hast du eigentlich noch nie etwas gehört von Zwilling? Zwilling, du Friedi, in deinem Alter und alleinerziehend. Eins allein hat wirklich gelangt. Was meinst du, Friedi? Vielleicht ist das doch nicht so eine gute Idee gewesen, das in vitro im Landwirtschaftsbetrieb eben einlassen zu machen. Das hat doch nichts mit dem zu tun. Ich habe ja das letzte Jahr schon gesagt, die Bauern können auch etwas. Aber was meinst du, wieso es ein Zwilling gegeben hat? Die Bauern sind doch ganz andere Dosierungen gewöhnt. Thank you.
Jackeli vor Marsch.
Schlafschwein gerade. Ist gar nicht so schwer, mit dem Töpfen zu fahren. Nur mit der Kupplung habe ich ein Problem. Der Pfister hat mir sie gestern eingestellt. Es ist noch auf Garantie gegangen. Aber fürs Pumpen habe ich müssen 20 Rappen zahlen. Pro Rad. Eingestellt. Ja, Hugo, du mit dem Turbo-Rollator. Hättest du wirklich schon lange da sein können? Das Laufen ist nicht das Problem. Immer wenn ich hier auf dem Gerät drücke, zurück nach Hause, dann führt es mich immer ans gleiche Ort, aber nicht ohne. Ich habe es schon immer gesagt. Die Geräte werden immer mehr komplizierter. Ja, und das Schlimmste ist, wenn ich den dort bin, sagt es zu mir, sie haben ihr Ziel erreicht. Und dabei bin ich ja erst 93. Ja, das kann ja nicht so schlimm sein. Wo führt's dich denn an? Auf den Friedhof Blödsen. Intinjong Dong Dong, ja hatti matti, Mann, Mann. Er hat schon recht. Was sagt er, Party? Ja, er sagt, die Spinnen ja sogar säckle. Gut, er meint, die haben alle Durst. Hast du nicht auch in Klemmi rauf wollen, go Jassenkärtli machen? Ja, was? Im Himalaya oben kennen sie meine Kärtli nicht. Und wer weiß, ob es da oben überhaupt etwas zu trinken gibt. Ja gut. Bist du ja auch früher in der Klemme fast versoffen oder verdurstet. Am zackigsten ist halt immer noch mit der Fabienne gesehen. Fabienne? Was ist jetzt los? Ist Fabienne da auch bekannt? Ja, weißt du, Fabienne, die ist weitaus bekannt gesehen. Fabienne nicht hier. Fabienne zurück nach Frankreich. Implantate, retour. Die sind noch ganz nervös. Kannst du denen nicht etwas geben zur Beruhigung? Ich bin der Dr. Eisenbart. Kuriert die Leute auf meine Art. Privat oder allgemein? In dem Fall allgemein. Machst jetzt du da? Verreckter Kaib! Der Schnee, der süsselt richtig! Hey, hallo! Wir sind doch nicht im Muttital, wir sind im Himalaya. Hock wieder zurück! Ja, aber wo Fabian mir einmal die Bierli von mir angestellt hat, ja. Das war noch etwas. Du hast dir regelmäßig wieder Kontaktlinsen aus dem Glas fischen können.